Die 44. Jahresausgabe von Michas Zockrunde hier am Gruseltag, am Halloween-Tag. Heute herzlich willkommen. Ja, und wir bringen uns allmählich heute in Halloween-Stimmung ein. Hier am Abend wird gegruselt. Vielleicht macht es sich der ein oder andere auch nur am Lagerfeuer gemütlich und erzählt verrückte Gruselgeschichten. Wir gruseln uns durch ein feuriges Level in Snake Pass, spielen den 9. Level und dann würde ich meinen, wir gehen in eine wunderschöne Feuerlandschaft. Los geht es! Und da sind wir im Spiel. Wir spielen den 9. Level von Snake Pass heute hier am Vornachmittag vom Halloween. Ja, Snake Pass. Wir spielen die kleine süße Schlange, die Null heißt. Und unsere Aufgabe ist es, in jedem Level 20 solche blauen Kugeln einzusammeln. Snake Pass, wir müssen uns durch den Level schlängeln und müssen immer mal an so Holzstäben hoch. Wir bewegen mit dem linken Joystick Nudel seinen Kopf und nun funktioniert das Ganze wie ein Autorennspiel gefühlt. Mit dem rechten Schulterknopf bewegt sich nämlich Nudel und zusätzlich können wir noch mit der A-Taste Nudel seinen Kopf bewegen. Verschiedene Rätsel. Hier hatten wir jetzt gerade eben mal einen Schalter. Der Level ist relativ schön. Wir konzentrieren uns zunächst auf den rechten Teil. Der ist sehr übersichtlich, deshalb nehme ich ihn für meine Zockrunde. Wir müssen hier die blaue Kugel einsammeln, sonst wird es ein Ding der Unmöglichkeit. Hier hinten sehen wir noch einige Kletterelemente. Snake Pass sieht übrigens sehr, sehr schön aus. Wir spielen auf der Xbox Series X. Original erschienen ist es damals auf der Xbox One. Selbstverständlich gibt es auch eine Nintendo Switch Version und eine Version für die PlayStation. Ich glaube PlayStation 4. Ja, sehen wir schon, warum es wichtig war, die Kugel vorher einzusammeln. Aber oh, wir haben den Schalter nicht ganz ausgelöst. Das kann mal passieren. Sollte nicht. Passiert aber. Irgendwas funktioniert da nicht so, wie es funktionieren sollte. Ah, jetzt. Das sieht heiß aus. Halte ich lieber fern. Genau. Oben angekommen können wir weitere blaue Kugeln einsammeln. Wir konzentrieren uns aber zunächst auf den hinteren Teil. Jetzt hier in diesem Abschnitt. Hier haben wir nochmal einen Schalter. Da müssen wir das mal so herum. Das kurbelt die Hindernisse von oben hoch. Und ja, jetzt ist es eingerastet. Ne, noch nicht. Jetzt gleich. Jetzt ist es eingerastet. Und dann können wir auf den Hindernissen hier hochschlangen. Wir haben selbstverständlich auch hier hinten eine blaue Kugel zum Einsammeln und da sehen wir schon was gelb glitzendes. Das sind Schlüsselelemente. Wir müssen 3 solcher Schlüssel in jedem Level finden und zusätzlich, weil wir es auch in jedem Moment sehen werden, eine goldene Münze da hinten. Habe ich eine gesagt? Entschuldigt. Es sind 5 Münzen jeweils versteckt in jedem Level. Und ihr seht schon, das sieht ganz schön kompliziert aus. Aus diesem Grund
Ja, wir probieren das trotzdem. Ich habe es mir nämlich dann nicht getraut, das kann ich sagen. Wir hatten nämlich Glück gehabt, dass wir hier kein Leben verloren haben. Schaut mal, jetzt haben wir uns die Kolibri geholt. Der hebt seinen Schwanz und da konnten wir uns nochmal drauf schlängeln. Wow, das war glücklich. Aus diesem Grund machen wir einen Videocut. Ich bin zum Checkpoint vorerst gegangen. Denn nur wenn wir die Checkpoints berühren, werden alle eingesammelten Elemente abgespeichert. Man kann also nicht tricksen. So, jetzt müssen wir uns hier an diesem schweren Hindernis probieren. Ja, sein Kopf, wenn wir den A-Knopf halten, können wir null seinen Knopf hochbewegen und können zusätzlich natürlich mit dem Joystick die Richtung von seinem Kopf bestimmen. Es erfordert am Anfang schon deutlich viel, da haben wir Glück gehabt, schon deutlich viel Eingewöhnung in die Steuerung, aber wenn man sie verinnerlicht hat, denken wie eine Schlange, sagt das Spiel, dann ist es wirklich ein wunderschönes Spiel. Es sieht ja auch wirklich, wie gesagt, wir spielen die Xbox Series X-Version hier immer noch sehr schön aus. Ich glaube, grafischmäßig können wir uns hier nicht beschweren. Hier jetzt noch einmal schön zu sehen, wie wir uns wieder hier hochschlängeln an dem Gitter. Denken wie eine Schlange, sich bewegen wie eine Schlange. Das ist die Rezeptur von Snake Pass. Hier am Vornachmittag vom Halloween-Tag. In Michas Zockrunde. Wir gruseln uns also in feuriger Stimmung heute in den Tag rein. Ich hatte mich kurzerhand entschlossen, halt was wirklich Chilliges zu spielen. Aber die Atmosphäre hier in dem Feuerlevel, die passt ja ganz gut. So, wir gehen jetzt zum Checkpoint und anschließend musste ich auf meine Karte gucken. Ich habe mir das natürlich im Vorfeld aufgeschrieben, wo wir welche Münze finden, ganz klar. Wir konzentrieren uns jetzt auf den hinteren Teil, denn wir werden nämlich jetzt eine kleine Runde machen. Wir werden anschließend da rauskommen, wo wir die Stacheln im Hintergrund sehen. Zunächst einmal müssen wir hier hoch uns schlängeln. Mal klappt's nicht, ganz klar. Es gibt übrigens für die Xbox einen Erfolg. Wir müssen jeden Level ohne zu sterben schaffen. Spoiler, dies werden wir nicht schaffen. Allerdings gibt es da natürlich einen Trick. Die Schlüsselsteine, die spawnen immer wieder neu. Das heißt, man kann sich dann voll und ganz auf die Schlüsselsteine konzentrieren und den Level abschließen. Sprich, den Erfolg, der ist also freischaltbar auf Xbox. Und ich denke mal, wir hatten den Erfolg sicherlich auch auf der PlayStation mitgehabt. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Aber meistens sind so Erfolge sehr synchron und plattformgleich. Auch auf Steam ist das Spiel natürlich erhältlich, sprich für den Computer. Denken wie eine Schlange. Ja, jetzt müssen wir erstmal uns hier hochkämpfen. Wir sehen da hinten einen Checkpoint. Es ist wirklich zu empfehlen, ehe wir uns hier unten
die blaue Kugel holen, wenn wir doch erstmal oben lang schlängeln. Das hat man dann, wie gesagt, rennt nach einer kleinen Eingewöhnung raus. Hier dieses Schlängeln hier an geraden Stangen macht dann einen keinen Problem mehr. Auch so kleine Kurven. Wir müssen jetzt einmal nach links abbiegen. Das kriegt man vom Gefühl raus. Nach unten, ich habe die Angsthasenmethode auf jeden Fall gespielt. Das habe ich dann nicht noch riskiert und hingekriegt. Wir sind jetzt zunächst zum Checkpoint gegangen. Ein bisschen abkürzen kann man immer mal. Items gesichert und nun können wir uns hier diese blaue Kugel holen. Mit Glück sammelt der Schlange. Ja, genau. Mit Glück sammeln wir die blaue Kugel durch den Schwanz ein. Ja, ich hatte schon die Silbe Schlangen gehabt, statt Schwanz. hier können wir unseren Kolibri wiederholen. Die Münze hier, die ist etwas fies und tricky, so ein bisschen hier lang. Ja, und dann sich zurückkämpfen irgendwie. Aber okay, sehr fair verteilt gewesen, die Münze, ne? Durch den Checkpoint. Wie gesagt, wenn man, selbst wenn man runterfällt, den Level einfach nochmal spielen am Ende. So. Ich hatte jetzt einen kleinen Videoschnitt machen müssen, noch einmal, währenddessen ich hier auch kommentiert habe, um nochmal auf meine Notizen zu gucken, wo wir alles noch blaue Kugeln finden und die Münzen. Insgesamt ist die Xbox-Version mein zweiter Spieldurchgang. Ich habe das Spiel schon auf der Nintendo Switch-Konsole gespielt. Da die Switch natürlich keine Erfolge hat, habe ich hier da natürlich auch nicht alles machen müssen. In jedem Level gibt es solche Symbole, die man berühren muss. Da ist zum Beispiel ein Erfolg verteilt und noch so andere kleine Herausforderungen. Da haben wir eben das Geräusch gehört. Das war das Symbol, was ich finden muss in jedem Level. Sieht pro Welt immer anders aus. Das lässt uns ganz kurz auf die Levelanzahl zu kommen. Wir haben wenig Levels. Es sind circa 15 Stück. Ganz genau. Ich bin noch am Spielen gewesen, wo ich die Zockrunde hier vertont habe. Lasst mich lügen, 14, 16 Level, so ungefähr, so um die Drehe. Aber ihr seht ja selbst, man spielt ziemlich lang den Level. Das ist natürlich auch im Vorfeld gewesen, in den vorherigen Welten. Ja, das lässt sich also schon sehen, die Spielzeit. Es gibt noch einen Arcade-Modus. Oh nein. Oh. Da ist Nudel verbrannt und wir werden zum Checkpoint zurückgesetzt. Haben wir die Münze oben eingesammelt gehabt? Ja, ne? Ja, sehen wir irgendwie gerade nicht mehr. Oder? Das war jetzt doch etwas knapp. Ja. Sehr schön. Können wir weiter im Programm machen. Gucken wir aber nochmal ganz kurz auch da unten. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, auch die blaue Kugel ist unten weg. Gut. Schummeln wir uns doch hier mal rum. Geht das? Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt nur keinen Fehler machen. Dann lieber langsamer hier nochmal rum. Nochmal neu aufbauen. Aber da sind wir wenigstens am Gerüst. Uiuiuiuiui. Oh. Armer Nudel. Nudel übrigens N-O. Ja, N-O. Ich glaube, zweimal O wurde er geschrieben und dann D, L und E. Nudel.
So, da haben wir den zweiten Schlüsselstein. Die blauen Kugeln sehen ja auch ganz gut aus. Wir befinden uns schon jetzt, ja, eindeutig im letzten Drittel. Detailverliebt. Habt ihr den Marienkäfer gesehen? Also, wirklich schön. So, wir machen nochmal einen kleinen Videoschnitt. Nochmal ganz kurz hatte ich hier genutzt, auf meine Notizen zu gucken. Na, da hatte ich ja gerade so noch den Aufnahmeknopf wieder richtig gedrückt gehabt. Habt ihr das gesehen? Ich habe so lange auf meinen Notizzettel gucken müssen, da hat der Nudel auf einmal gegähnt, ne? Naja. Detailverliebt. Einfach detailverliebt. So. Ja, sind wir richtig? Jawohl. Da oben. Oh, da sehen wir da oben eine Kugel. Ich glaube, wir lösen jetzt gleich irgendeinen Mechanismus aus. Ja. Oh, wird das ein... Jawohl, sehr schön. Gleich beim ersten Versuch eingelocht hier. Ja. Ja, solche kleinen Mechaniken sind immer mal wieder vorzufinden hier in Snake Pass. Da haben wir die 17. Kugel. 18, 19, 20. Ja, ganz genau. 17. Kugel. Da oben haben wir dann die 18. Insgesamt ein sehr schöner Level heute hier zum Zeigen. Wir haben ganz viele Elemente dabei. Deshalb habe ich mich mal bewusst dazu entschieden. Und auch eben, weil Halloween vor Nachmittag ist. Uns ein bisschen hier feurige Stimmung einzuhauchen. Gruseln. Kann man sich auch mal schön vorstellen. Lagerfeueratmosphäre, sich Gruselgeschichten zu erzählen. Das kann man sich schon schön vorstellen. Schöne Mondatmosphäre haben wir ja hier auch in dem Level. Ja, wir lassen es heute also angenehm gruselig. Und entspannt. Beziehungsweise ich müsste hier in Snake Pass sagen, entspannt angehen. Vierte Goldmünze haben wir auch eingesammelt. Ich glaube, jetzt sammeln wir schon die letzte blaue Kugel ein. Wenn ich richtig mitgezählt habe. In wenigen Augenblicken. Genau, die letzte blaue Kugel haben wir eingesammelt. Hier hätten wir auch noch mal ein Symbol gehabt, notfalls, wenn man es vergessen hätte. So, und irgendwo ist jetzt noch ein Schlüsselstein versteckt, da oben. Und ganz in der Nähe ist dann auch die letzte Münze. Und allmählich geht also unser Halloween-Spezial hier in Michas Zockrunde am 31. Oktober zu Ende. Naja, der ist aber ganz fies gesetzt hier. Also der Schalter übrigens, an den liegt es nicht. Der würde jetzt nur die Stacheln kleiner machen. Dann haben wir jetzt nochmal eine fiese Münze. Aber wir können zum Glück... Folgt uns jemand? Ja, das war das Geräusch im Hintergrund. Es gibt natürlich eine kleine Story hier in Snake Pass. Die ist allerdings nicht weiter erwähnenswert. Konnten uns zum Glück schön absetzen. Ja, und das sollte kein Problem sein. Ich glaube, mit Glück kommen wir hier, jawohl, an die fünfte Münze. Sehr schön. So, dann können wir noch den Schalter umlegen. Sichern erstmal, man weiß ja nie, was jetzt hier das Ganze für eine Überraschung bereithält. Ist der Level schaffbar, ohne zu sterben? Ich muss ja den Level nochmal spielen. Oder musste ihn nochmal spielen. Ich hatte es ja nicht geschafft, ohne zu sterben. Definitiv ja. Weil, wie gesagt, nur die Schlüsselsteine neu spawnen. Die müssen dann immer hier in dem Ziel abgegeben werden. Unser Kolibri setzt dann die Schlüsselsteine ein. Gelb, rot und grün. Und dann öffnet sich das Zieltor in der Mitte. Das Zieltor für mich hier in dem Level und für euch, weil die heutige Zockrunde zu Ende ist. Gibt natürlich ein Auswertungsbildschirm und damit können wir zur heutigen Endcard. So, und das war Michas Zockrunde für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Halloween am Abend. Macht eine schöne Halloween-Party. Sei es ganz gemütlich, so wie ich auf jeden Fall. Die Arbeit ruft ja am nächsten Tag wieder.
Oder aber ihr macht einfach wirklich Gruselgeschichten, Grusel, Gruppenevents, je nachdem. Am Freitag gibt es wieder eine neue Ausgabe vom Sonic Spiele Showcase. Thema müsste Sonic Superstars auf jeden Fall allmählich sein. Wie gesagt, ich bereite die Zockrunden mit einem relativ großen Vorlauf im Moment vor. Und nächste Woche geht es dann natürlich wieder normal weiter mit Michas Zockrunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche zunächst. Bis dahin.